Jo, das kommt zu einer weiteren Folge auch im Kanal. Und ja, wie ihr schon gesehen habt, gibt es heute mal etwas anderes Video für euch. Und ja, wie ihr schon im Bild seht, gibt es heute mal einen Fortnite Simulator für euch. Einen Fortnite Bau Simulator, wo ihr eure Fortnite Bauskills aussetzen bzw. verbessern könnt. Und ja, wie man den richtig einstellt und wie man den richtig installiert, zeige ich euch in diesem Video. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine positive Bewertung und ein Abo da. Würde ich mal sagen, legen wir los. Und ja, Leute, jetzt kommen wir mal zur kleinen Installation bzw. zur Einrichtung dieses Programms. Was ihr einfach machen müsst, ihr geht mal kurz in die Videobeschreibung und öffnet den Link, bzw. kopiert euch den Link und fügt ihn in euren Browser ein. Ja, der lautet so. Und dann, wenn ihr auf die Seite kommt, seht ihr hier schon mal ein paar Download-Sachen, die ihr euch downloaden könnt. Und zwar haben wir hier zwei Versionen. Und zwar haben wir die 4.2.0 und die 4.1.7. Und ja, im Allgemeinen unterscheiden sich diese Versionen nicht wirklich groß. Wie ihr schon seht, haben wir hier die 4.2 mit Waffen, was in meinen Augen relativ unnötig ist, weil ihr eben eure Bauskills trainieren müsst und verbessern möchtet und nicht eure Waffenskills. Außerdem sind die Waffen eher, wie schon gesagt, Beta-Phase und buggen manchmal herum, sind machen komische Sounds und sind in meinen Augen jetzt nicht wirklich nötig. Und ja, sonst haben wir noch die 4.1.7, das ist die Version, die Standardversion ohne Waffen, und ich würde euch einfach diese Version empfehlen, um wirklich das ein bisschen auszutesten und euch wirklich eure Bauskills zu verbessern. Das mit Waffen ist, wie schon gesagt, relativ unnötig. Und ja, wenn ihr das entschieden habt, müsst ihr auf jeden Fall hier nur noch entscheiden, ob ihr jetzt eine Mac-Version habt oder eine Windows-Version habt. Dann drückt ihr hier einfach zum Beispiel auf den Download-Button und kommt hier dann zum Download-Link. Ihr müsst das hier ein bisschen runterladen. Ich habe das hier natürlich jetzt schon gemacht, kann es eben jetzt dann ein bisschen abbrechen. Und ja, wenn ihr das installiert habt, müsst ihr eben noch diesen Ordner öffnen und dann einfach das Programm öffnen. Ihr müsst hier nichts installieren oder so etwas. Ihr müsst einfach das Programm öffnen und dann startet das Spiel schon. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder ins Spiel rein. Und ja, dann sind wir erstmal wieder im Spiel drinnen. Und bevor ich jetzt mal wirklich das Video starte, das eigentliche Video startet, wollte ich nochmal sagen, wenn ihr das Programm dann öffnet, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, die Grafik auszuwählen. Ich würde euch empfehlen, hier Very Low zu nehmen, wie ich hier ausgewählt habe. Da es wahrscheinlich zu sehr laggen würde oder halt hier zu sehr nachziehen würde und hier die beste Grafik hier nicht wirklich Sinn macht. Und ja, sonst kommen wir erstmal zum eigentlichen Video. Und wie schon gesagt, werde ich euch nochmal hier ein bisschen die Einrichtung erklären, was ihr einfach hier machen müsst. Und zwar könnt ihr einfach auf Escape, wie ihr oben rechts seht, drücken und dann habt ihr hier mal ein paar Einstellungssachen. Hier haben wir erstmal den Controller, beziehungsweise hier die Maus, die hier angeschlossen wird und erkannt wird. Und zwar ist es hier meine Rocket Time Black. Das könnt ihr eigentlich relativ alles hier in Ruhe lassen, das ist nicht wirklich wichtig. Und ja, dann haben wir nochmal die Sensibilität, also welche Empfindlichkeit wir hier einstellen möchten. Ja, ihr könnt es hier lassen oder ihr dreht es ein bisschen höher, wie ihr das haben wollt. Und dann kommen wir eigentlich zu den wichtigsten Einstellungen hier, und zwar haben wir hier mal Maus X bzw. Right, Left und Maus Y. Das Sachen könnt ihr auch nochmal lassen, das ist wirklich unwichtig. Das hat einfach nur mit hier rechts, links, oben, unten mit der Maus zu tun. Und ist wirklich unwichtig. Sonst haben wir hier noch ein paar andere Sachen, die dann relativ wichtiger werden. Und zwar haben wir hier Right, Left, das ist wie schon gesagt WASD. Und dann haben wir hier unten Jump, Sprint, Wall, Floor, Ramp und Toggle Building. Wie ihr schon gesagt, haben wir hier Jump, also einfach springen. Sprint ist halt einfach Rennen eigentlich, wo ihr das zum Beispiel auch in Fortnite habt. Dann haben wir hier die Wall, also die Wand. Die Rampe, die ist bei mir zum Beispiel jetzt mal auf der Maus. Und Toggle Building wäre jetzt zum Beispiel vom Baumenü wieder zurückzukommen auf die Waffe zum Beispiel. Und ja, wenn ihr das alles hier gut eingestellt habt und auf eure Einstellungen wie in Fortnite angepasst habt, dann könnt ihr hier wieder normal Escape drücken. Ihr müsst hier nichts irgendwie bestätigen oder so. Ihr müsst einfach Escape drücken und dann seid ihr hier wieder im Spiel drinnen. Und dann können wir ein bisschen herumlaufen. Wie ihr seht, wir haben hier eine relativ kleine Map. Wir können hier aus der Map rausgehen, ist relativ egal. Und ja, das Einzige, was wir jetzt machen könnten, hier machen können, ist, wir gehen mal auf unsere Wand und sehen hier schon mal, wie im hier schon mal so eine Auswahl, wo die Wand eigentlich stehen würde danach, wie im Spiel, im Fortnite. Und können hier zum Beispiel einen Linksklick machen und bauen hier die Wand. Es ist ein bisschen, ja, wir haben hier nicht wirklich bestimmte Texturen, wir haben hier einfach nur normale Wände und normale Treppen. Und ja, das war es auf jeden Fall mit der Einrichtung, was wir hier alles haben. Und dann würde ich mal sagen, bauen wir mal einen Turm. Dann kann ich euch mal zeigen, wie das einfach normal funktioniert. Und zwar baut ihr hier dann so. Und könnt ihr dann schön ein bisschen trainieren, wie den Turm dann bauen würdet. Und ja,
das könnt ihr mal die ganze Zeit probieren und ein bisschen ja, ausprobieren, wie ihr das so findet. Ich finde den Simulator eigentlich relativ okay. Es ist nicht wirklich die Meisterleistung in meinen Augen generell, weil man dann auch im Spiel merkt, dass man dass auch die Situationen etwas anders sind. Es ist, wie gesagt, nur eine Simulation. Man kann das ein bisschen trainieren. Wie wäre was, wie wäre wenn, Leute. Also ein bisschen hier trainieren. Und ja, Leute, wie ihr schon seht, kann man hier wirklich fast alles bauen. Ihr könnt hier alles trainieren, ihr könnt die einzelnen Situationen abspielen lassen, was ihr wollt. Ihr könnt Sachen trainieren, ihr könnt alles trainieren, wie schon gesagt, ihr könnt alles trainieren, was ihr wollt, wirklich vom Bauen her. Und ja, da zum Abschluss würde ich mal sagen, mache ich mir nochmal eine kleine Challenge, oder beziehungsweise ich möchte euch was zeigen. Und zwar versuche ich jetzt mal kurz den höchsten und schnellsten Turm zu bauen, den ich jetzt zum Beispiel bauen könnte, aus meiner Erfahrung nach. Und ja, dann würde ich mal sagen, beginnen wir. Und zwar nehmen wir uns wieder die Wand in der Hand und bauen uns hier mal so einen ganz kleinen Turm. Und zwar machen wir so und machen uns dann so und bauen hier zum Beispiel hier einen ganz schönen Turm. Wir können auch hier zum Beispiel nur zwei Wände machen und haben wir zum Beispiel hier wieder ein kleines Problem. Das können wir dann wieder aus dem Weg gehen und bauen hier so hoch. Oh mein Gott, Leute. Es ist wie so im Spiel drin, Leute. Ihr könnt es wirklich sehr gut trainieren und wirklich in einzelnen Situationen nachgehen. Natürlich kann man es natürlich nicht wirklich wie im Spiel vergleichen, weil im Spiel hat man dann wirklich andere Situationen. Ihr habt noch Gegner, die vielleicht eure fetzen und das irgendwie zerstören. Aber wie schon gesagt, es ist ein kleiner Simulator und man kann das ein bisschen üben hier. Und ja, wie ihr schon seht, kann man das natürlich, komme ich hier schon relativ weit rauf. So. Und kann hier natürlich auch ein bisschen trainieren. Ich kann das natürlich schon. Ich bin relativ gut im Bauen, meiner Meinung nach. Und habe schon relativ viel Erfahrung gesammelt, auch im Spiel drin. Und kann hier zum Beispiel noch ein bisschen bauen. Wie ihr seht, man kann auch zum Beispiel hier das machen. Das kann ich euch nochmal zeigen. Geht natürlich alles, wenn man hier das zum Beispiel auch noch entfernt. Man kann hier zum Beispiel nochmal auf Escape drücken. Kann man hier zum Beispiel Stuck, Click on Nearby Buildings. Und man würde halt dann ja, ein paar Block umliegende ja, Gebäude zerstören. Was man hier zum Beispiel noch machen ist, man kann hier zum Beispiel das noch machen, Leute. Also man kann hier und man kann hier noch so ein bisschen üben mit dem Aufbauen. Also wie schon alles, was man auch im Spiel normalerweise machen kann. Und ja, man kann sich hier einen kleinen Turm bauen. Und falls es wirklich zum Stocken kommt, falls es wirklich zu ein bisschen Lags kommt, wie schon gesagt, kann man hier die naheliegenden Gebäude zerstören. Oder wir beenden oder zerstören einfach alle Gebäude hier um die Ebene, dann ist die Map wieder geclearedt oder ihr könnt natürlich wieder neu beginnen, etwas zu bauen. Und ja, das war es auf jeden Fall mit diesem Fortnite-Simulator, wo ihr euch allen Bauskills austesten könnt, wo ihr euch verbessern könnt. Und ja, ihr könnt noch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Bausimulator findet, ob ich zum Beispiel noch ein paar weitere Videos über solche Sachen oder solche Themen machen soll. Und ja, wie schon gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postbewertung und ein Abo da. Da würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und ja, haut rein. Ciao, Leute. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for